Hallo, hier ist CTU Jack Bauer und heute mache ich mein erstes Tutorial mit der nagelneuen Software von Affinity Photo und dort werde ich den Pop-Out-Effekt vorstellen. Und zwar habe ich das gleiche Tutorial bereits mit Pixelmator herausgebracht. Dazu findet ihr am Ende des Videos einen Link. Diese Software Affinity Photo ist nagelneu, gibt es seit einer Woche im Mac App Store für 50 Euro, gerade ein Angebot für 40 und ich habe sie jetzt mal heruntergeladen und probiere die jetzt einfach mal aus, wie man damit zurechtkommt. Für das Projekt habe ich mein MacBook fotografiert, war für euch im Zoo, habe ein Nashorn fotografiert und ansonsten habe ich zwei aus dem Internet freie Texturen heruntergeladen. Also fange ich gleich mal an und zwar möchte ich als erstes aus dem Holz so eine Art Tischablage erstellen. Das mache ich wie folgt. Ich ziehe mir die erstmal hier runter und transformiere sie. Das geht hier in dem Fall ganz leicht. Hier sind schon diese Eckpunkte und wenn man die anfasst, dann kann man sie ziehen und transformieren. Also ich möchte dieses Stück Holz duplizieren. Und zwar, damit es breiter wird, möchte ich es hier ransetzen. Das geht ganz leicht. Command und J für Ebene duplizieren. Und ziehe mir das Stück Holz jetzt hier rüber. Jetzt lege ich sie hier drauf, muss dabei aber darauf achten, dass es hier halbwegs hinpasst, damit die Übergänge passen. Und habe jetzt das Problem, dass hier so eine Kante entstanden ist. Also lege ich eine Maske drauf und werde nun mit einem Pinsel die Übergänge angleichen und wegmaskieren. Dazu gehe ich ein bisschen mit der Deckkraft runter, mache den Pinsel recht weich und male jetzt auf der Maske mit schwarzem Pinsel in dem Bereich, wo die Übergänge mir zu hart sind, rüber, nur um es überzublenden. So, das reicht mir schon, das war's. Jetzt brauche ich hier keine zwei Ebenen mehr, sondern ich möchte die miteinander verbinden. Das geht, indem ich es markiere, Rechtsklick, Gruppieren. Nun möchte ich ja so eine Art Tischablage erstellen. Also werde ich jetzt mal das MacBook aktivieren und brauche jetzt eine perspektivische Verzerrung. Und zwar möchte ich, dass diese Holzbeplankung in der Verzerrung diesem Verlauf dieser Kante des MacBooks rechts und links angepasst wird. Das geht wie folgt. Das geht hier unten mit Verzerrung Perspektive. Da kriegt man so ein Gittermuster. Und jetzt muss ich rauszoomen, hier unten anfassen und ziehe es jetzt so lange, bis die Perspektive in etwa übereinstimmt. Und noch ein Stück rauszoomen. Mache das noch auf der anderen Seite. So, wenn ich fertig bin, erstmal nochmal kontrollieren. Nein, passt noch nicht ganz. Das ist ein Nachteil, wenn man es so klein zoomt, dass man es nicht gleich richtig erkennen kann. Aber jetzt passt in etwa. Anwenden. Jetzt aktiviere ich einfach noch zusätzlich meine Mauer. Die liegt ja schon dahinter. Und habe mir gedacht, dass ich diesen Hintergrund ein wenig abdunkeln will, damit nicht so sehr abgelenkt wird später von dem Vordergrund. Also erstelle ich darüber eine neue Ebene, ändere hier den Blendmodus auf Multiplizieren und werde jetzt hier einen Verlauf reinbringen, einen Dunkelheitsverlauf. Dazu gehe ich auf das Verlaufswerkzeug, das ist hier, ändere den Typ auf Linear. Linear heißt gleichmäßig von einer Seite zur anderen und ziehe von außerhalb einen Verlauf erstmal runter. Da ich den Blendmodus Multiplizieren genommen habe, werden dunkle Farbtöne abdeckend und die hellen transparent. Jetzt hat sich erstmal nicht viel geändert, weil ich die Farben noch nicht geändert habe. Das geht hier bei Affinity wie folgt. Ich klicke also den oberen Wert an und nehme dann eine Farbe. Schwarz und ich nehme den unteren Punkt und nehme eine Farbe weiß. Jetzt habe ich also einen Verlauf schwarz zu weiß, sprich von dunkel zu transparent. Und jetzt kann ich den weiterhin anpassen, wie ich ihn haben will. Aber so in etwa gefällt er mir schon ganz gut.
Nun möchte ich unterhalb des MacBooks einen Schatten erstellen und gucke mir dazu an, dass der Schatten in der Fuge jeweils auf der linken Seite ist und auf der rechten Seite ist es hell. Ergo muss die Lichtquelle von links oben zu kommen. Mit anderen Worten, mein Schatten würde hier verlaufen. Also, ich erstelle wieder eine neue Ebene unterhalb des MacBooks. Nenne die auch mal um. Schatten MacBook. Nehme mir jetzt einen Stift. Farbe schwarz. Dickkraft hoch. Mittelweich. Zoome ein wenig ran. Der soll noch ein bisschen größer sein. Und werde jetzt hier unterhalb des MacBooks einmal anklicken, die Shift-Taste drücken, wieder anklicken, dann habe ich einen geraden Strich und hier das gleiche nochmal nach oben. Damit habe ich den Schattenverlauf. Der sieht jetzt noch zu unrealistisch aus, deswegen werde ich darauf jetzt den Gaußschen Weichzeichner legen. Den habe ich hier unter Filter, Unschärfe, Gaußsche Unschärfe. Und drehe mir jetzt die Weichzeichnung so hoch, bis mir der Schatten gefällt. Also mal hier so bei diesem Wert anwenden. Nun geht es um das eigentliche Nashorn. Das werde ich jetzt mal aktivieren. Und zwar soll es ja aus diesem Monitorbildschirm so heraustreten und über meine Tastatur tappern. Und deshalb gehe ich jetzt erstmal mit der Deckkraft runter, damit ich überhaupt erkennen kann, wo hier was ist. Also, ich werde es mir jetzt zurecht transformieren, so dass es passt. Muss ein bisschen gucken, ist gar nicht so leicht jetzt hier. Und zwar soll das Nashorn links und oben so relativ abschließen, aber das Horn rechts soll ein Stück rauskommen und er soll mit den Füßen so ein bisschen über meine Tastatur trampeln. So. Das wäre in etwa die Transformation, wie ich sie mir vorstelle. Jetzt kann ich die Ebene der Kraft wieder hochsetzen. Und ich dupliziere diese Ebene schon mal für nachher mit Command und J. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht, sondern werde die erstmal wieder abschalten. Ebenso wie die. Jetzt gehe ich wieder auf das MacBook und werde eine Auswahl erstellen vom Monitor, aus dem das Nashorn heraustreten soll. Dazu nehme ich hier den Zeichenstift, gehe auf den Modus Polygon und kann jetzt gerade Linien zeichnen, indem ich einfach auf die Ecken raufklicke. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu einer Auswahl umzuwandeln und gehe damit auf die Nashorn-Ebene. Die aktiviere ich jetzt auch mal. Und jetzt sieht man schon, was meine Vorstellung war. Nämlich, das ist ja die Grenze des Monitors und er soll ja hier heraustreten. Jetzt habe ich allerdings beim Testen folgendes Problem. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, indem ihr die in den Kommentaren schreibt. Komischerweise kann man diesen Zeichenstift nicht weiter als Polygon Zeichenstift wie zum Beispiel in Pixelmator nehmen. Ich zeige es mal, wenn ich jetzt hier anfange anzuklicken, dann wird es nicht dieser Auswahl hinzugefügt. Ich weiß nicht warum. Ich mache das mal wieder rückgängig. Dann gibt es ja noch die nächste Möglichkeit, dass man das Ganze mit diesem Auswahlwerkzeug macht. Das ist aber für meine Zwecke, ich gehe mal auf Addition, das ist allerdings für meine Zwecke auch recht umständlich. So, das funktioniert also auch nicht so. Dann gibt es noch dieses Auswahlwerkzeug. Das finde ich schon besser. Allerdings muss man hier deutlich mit der Pixelempfindlichkeit runtergehen. Ein bisschen ranzoomen. So, und jetzt geht er mir einfach zu schnell. Und zwar, wenn man hier nämlich auf diese Bereiche kommt, dann wird es nachher irgendwann ungenau. Ja, jetzt
geht darüber. Also es ist eine unglaubliche Fummelei, das hinzukriegen. Man kann es jetzt zwar wieder abziehen, aber man muss ständig nachkorrigieren. Und das funktioniert natürlich da nicht, wo die Farbunterschiede nicht stark genug sind. Also werde ich jetzt ein bisschen konservativer rangehen und das Ganze im Quick-Mask-Modus machen. Dazu drücke ich einmal die Taste Q und gehe jetzt mit einem ganz normalen Pinsel hier drauf, wähle die Farbe Weiß und maskiere jetzt den Bereich so mit dem Pinsel raus. Ich muss jetzt nur die Pinselgröße ein bisschen anpassen. Deckkraft, Fluss, Härte gehe ich mal ein bisschen hoch. Und male jetzt ganz langsam mir die Auswahl frei. Das ist natürlich relativ mühsam. Aber wie gesagt, schreibt ihr mir mal bitte, ob ihr eine andere Möglichkeit seht, wie man das besser machen kann. Also ich spule das Ganze jetzt mal vor, damit ihr jetzt nicht zusehen müsst, wie ich hier langwierig alles freistelle. So, die Arbeit ist gemacht. Ich habe das jetzt rausmaskiert und mit einem Klick auf die Taste Q wird daraus eine Auswahl erstellt. Jetzt gehe ich wieder auf das Nashorn und dann lege ich darauf eine Ebenenmaske an. Und damit wird das Nashorn freigestellt. Die Auswahl kann ich jetzt abwählen, die brauche ich nicht mehr. Nun möchte ich mir noch so ein Blatt sichern und es hierhin positionieren, als wenn es ihm so aus dem Maul gefallen wäre. Dazu gehe ich jetzt nochmal auf die unbehandelte Nashorn-Ebene, zoom das ran und mache schnell eine Auswahl von so einem Stück Blatt. Nehme dazu diesen Auswahlpinsel, Addition. So, das geht jetzt ganz problemlos. Kopiere mir das mit Command und C und füge es wieder ein mit Command und V. Habe jetzt eine neue Ebene und ziehe mir die jetzt hier mal so drunter. Die Auswahl kann ich abwählen mit Command und D für Deselect. Diese Ebene brauche ich jetzt nicht mehr. Und jetzt lege ich mir das Blatt dorthin, wo ich es hin haben will. Sagen wir mal so in etwa hier unter dem Maul. Nun kann ich das Blatt noch transformieren, ein bisschen drehen, wo ich es dann so hin haben will. Und möchte jetzt im nächsten Schritt den Schatten von diesem Tier wieder herbringen. Und zwar dazu aktiviere ich nochmal diese Ebene, dann, denn da habe ich jetzt den Schatten. Ich gehe mit der Ebenendeckkraft da mal ein bisschen runter. Lege jetzt hier unterhalb des Nashorns eine leere Ebene an. Nenne die mal Schatten Nashorn. Und werde jetzt dort mit einem schwarzen Stift einen Schatten malen. So, Farbe schwarz. Mach ihn ein wenig größer und werde jetzt so grob in diesem Bereich einen Schatten malen. Also ich mache das jetzt mal schnell, das müsste man natürlich ein bisschen genauer machen. So, hier an dem Ende muss ich ein bisschen kleiner werden. Brauche ich die obere Ebene nicht mehr. Und hier lege ich jetzt den Gaußschen Weichzeichner drauf. Unschärfe, Gaußsche Unschärfe und drehe ihn jetzt so hoch, bis es gut aussieht. Anwenden. Und jetzt abschließend möchte ich auf dem Blatt noch so ein bisschen so einen Schattenverlauf machen. Und zwar jetzt nicht ein Schatten an sich, sondern ja, so ein bisschen auf dem Blatt. Also ich lege eine neue Ebene an, wechsle hier auf weiches Licht und werde jetzt mit dem Pinsel ein bisschen kleiner machen, die Deckkraft runterdrehen, hier so ein bisschen draufzeichnen. Also das würde man natürlich genauer machen. Ich mache das jetzt fürs Tutorial mal ein bisschen schneller.
damit man eine Idee bekommt, was ich eigentlich damit meinte. Also, damit ist das Bild fertig, 3D-Effekt, Pop-out. Das war jetzt mein erster Eindruck mit Affinity Photo. Schreibt mal eure Eindrücke dazu und wie gesagt, den Tipp, wie kann ich eine Auswahl mit dem Polygon-Lasso erstellen bzw. erweitern. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer CTU Jack Bauer.